Ja Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ich habe vor nicht allzu langer Zeit das Intel NUC Ghost Canyon für euch vorgestellt. Auch mit dem Cooler Master NC100 Gehäuse, ja, da konnte man diesen kleinen schönen Formfaktor von 5 Litern entsprechend auf 10 Liter erweitern, entsprechend mehr Hardware unterbringen, soweit so gut. Ja, und was Intel hier mit dem Beast Canyon jetzt offiziell veröffentlicht, angestellt hat, ja, das ist einfach nur traurig. Kann ich nicht anders sagen. Es zerstört alles, was an dem NUC gut war. Und der RGB-Schädel, der ist einfach nur ein Meme geworden. Also schaut euch das an. Wer sitzt dort bitte im Produktdesign und findet die Idee gut, einen klobigen kleinen Rechner zu machen und auf die Front einfach so einen Schädelkopf drauf zu hauen? In RGB, ja. Das macht alles nochmal. Also ganz ehrlich, das ist einfach nicht schön. Das hat keinerlei stimmiges Konzept, das hier verfolgt wird, sondern es ist einfach nur eine Box mit einem Schädel drauf. So, und jetzt zum eigentlichen Design will ich jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten. Ja, denn mein eigenes System hat einen ähnlichen Formfaktor wie das erste Ghost Canyon. Ja. Und zwar 4,9 Liter, die 5 Liter Marke. Und hier drinnen steckt eine RX 6700 XT. Also wirklich eine Full-Size Desktop GPU. Und das in einem sehr, sehr kleinen, portablen Formfaktor. Ich liebe SFF, also Small Form Factor. Ich liebe Mini-ITX-Systeme. Und ja, wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß auch, ja, damit beschäftige ich mich gerne. So, und entsprechend ist es mir auch wichtig, dass die Community rund um den Small Form Factor wächst und sich mehr Leute trauen, solche ITX-Systeme zu bauen. Denn wenn man weiß, was für Komponenten man braucht, wenn man weiß, worauf man zu achten hat, ist es nicht allzu schwer und man hat einfach was Besonderes. Man hat einfach etwas enorm Kompaktes, Portables, das ja so auf dem Schreibtisch stehen kann und in der Leistung macht ihr keinerlei Abstriche. Meine RX 6700 XT rennt hier förmlich. Dann schauen wir uns doch dieses Beast mal an. Das Beast Canyon hat hier an der Stelle eine Größe von 8,1 Litern. Also es ist kleiner als das Cooler Master NC100. Und nichtsdestotrotz passt hier eine 30,48 cm Karte rein. Also 12 Zoll, um genau zu sein. Das Problem ist, diese ist auf ein Dual-Slot-Design limitiert, wenn ich mich nicht überlesen habe. Und das ergibt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo alle Grafikkarten, die auf den Markt kommen, solche Triple-Slot-Klopper sind, einfach null Sinn. Ja? Das heißt, wir haben hier ein größeres Volumen, aber nutzen diesen Platz gegenüber dem Ghost Canyon jetzt nicht wirklich. Das NC100, wenn ihr es drauf angelegt habt und ein größeres Gehäuse haben wolltet, hatte wenigstens eine Grafikkartenlänge von 32 cm ermöglicht. Das heißt, es hätte auch eine 3090 reingepasst, wenn ihr Bock drauf hättet. Und zwar ebenfalls im Triple Slot. Das macht natürlich dann diese 10,14 Liter in dem NC100 wett. Was aber für mich viel, viel wichtiger ist, ist, dass das Ghost Canyon in seiner ursprünglichen Form klein und kompakt war. Ja, und Intel hat sogar schon Asus mit der Dual Mini und EVGA mit der XC dazu gebracht, Grafikkarten extra für diesen Formfaktor mit 20 cm Länge rauszubringen. Und dann schreiben sie dieses gesamte Konzept nach einem Jahr ab. Das ergibt einfach null Sinn für mich. Und das, was noch weniger Sinn für mich ergibt, ist die Tatsache, dass Intel gesagt hat, hey, wir haben das erste Ghost Canyon, ja, ihr habt die Compute Elements und könnt diese entsprechend generationsweise austauschen in eurem System. Das ist soweit richtig. Das Problem ist, dass das Beast Canyon mit dem Compute Element, mit den neuen Tiger Lake CPUs entsprechend, ja, nur in dem Bundle kommt, mit dem neuen gigantischen Gehäuse. Und entsprechend ist es enorm teuer, sich dann so ein Compute Element zu besorgen, um es in das kleinere NUC reinzupacken. Rein technisch sollte es möglich sein, ja. Ja, wie viel Sinn das macht, ist jetzt erstmal zu hinterfragen. Was steckt aber in dem neuen Compute Element drin? Und das ist viel wichtiger. Das ist der i7 11700B und der i9 11900KB. So, das sind
Tiger Lake Prozessoren der 11. Generation mit 8 Kernen, 16 Threads. Und es gibt kein Äquivalent auf dem Desktop-Markt, ja? Abgesehen von 8 Kernern, hat Tiger Lake mit den 14 Nanometern nicht viel zu tun. Das sind 10 Nanometer-Chips und entsprechend hat sich hier auf jeden Fall was getan. Mit 65 Watt TDP sind die Dinger sehr, sehr effizient, aber dadurch, dass sie eben diese 65 Watt zugesprochen bekommen gegenüber den Notebook-Ablegern, ja, können die auch richtig powern und ja, das zeigt der i9 hier an der Stelle mit einem Turbo bis zu 5,3 GHz auch auf jeden Fall. Nur erwartet bitte keine niedrigen Temperaturen. Das System ist konzipiert wie ein Laptop, entsprechend die Temperaturen bis zu 100 Grad hochgehen zu lassen und dort eben das Maximum am Takt rauszuholen. Und genau da setzt jetzt hier meine Frage an. Inwieweit ist dieses Intel NUC Beast Canyon wirklich eine sinnvolle Investition? Ich habe nämlich das Zotac Magnus One vorgestellt mit RTX 3070 und i7 10700, ja, ebenfalls 65 Watt CPU und ebenfalls 8 Kerne 16 Threads, aber eine Desktop-Variante. Das heißt, die CPU könnt ihr rausnehmen und mit passendem BIOS austauschen. Ja, ihr könnt dort reinklatschen, was ihr wollt und das ist an der Stelle natürlich ein gewaltiger Unterschied. Beide Systeme setzen auf SODIMM-Arbeitsspeicher und beide Systeme sind Barebone-Konzepte, sprich ihr müsst den Arbeitsspeicher und den Festplattenspeicher in Form von zum Beispiel M.2-SSDs aufrüsten. Was kostet das Zotac Magnus One mit einer RTX 3070? Gerade liegt der Preis bei unter 1400 Euro und ihr bekommt dort Mainboard, CPU, Netzteil, Gehäuse und Grafikkarte in einem Bundle. Ja, beim Intel NUC hingegen fehlt euch die Grafikkarte. Die müsst ihr euch natürlich noch kaufen zu dem Arbeitsspeicher und der Festplatte. Und was ist die UVP? Ja, der MSRP hier an der Stelle mit $1,150 für die Ausführung mit i7 und $1,350 für die Ausführung mit i9. Und der i9 ist ja nichts weiter als ein 8-Kern-Prozessor mit 16 Threads. Lediglich der Takt ein bisschen anders. Also wenn man das hier mit dem Zotac Magnus vergleicht, bekommt ihr theoretisch die 3070 fast geschenkt. Und ja, nicht nur das, beide Systeme sind sehr, sehr ähnlich von der Größe. Das Magnus One hier an der Stelle 8,3 Liter groß, das heißt ein bisschen größer als das Beast Canyon. Aber ja, ich finde das Design ist einfach deutlich stimmiger. Selbst wenn das jetzt sehr subjektiv ist, ja, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, finde ich, dass das Zotac Magnus One einfach schöner aussieht und in der Gesamtheit mehr bietet. Entsprechend, wenn ihr gerade auf der Suche nach dem Beast Canyon wart und dachtet, hey, das sieht aus wie ein Konzept, das ich haben will, dann schaut euch bitte andere Alternativen an. Ich habe auf dem Kanal genug Mini-ITX-Rechner zusammengestellt und euch gezeigt, wie es geht. Ich habe sogar im Jahr 2021 eine eigene How-to-Mini-ITX-Serie dazu aufgestellt und das Intel NUC Beast Canyon ist einfach in meinen Augen voll daneben. Ja? Wie ich anfangs schon gesagt habe, es zerstört einfach die Werte, die hinter dem NUC stehen. Ein ultrakompaktes und cooles System, ja? Und nicht so ein wandelndes RGB-Meme. Also das ist echt, manchmal denke ich mir, bei all den Möglichkeiten, die Intel hat, ja, muss man doch irgendwann mal einer am Schopf greifen, ja, und was draus machen. Ja. Vor allem in der Zeit, wo ja gerade eh nicht allzu viel gute Nachrichten kursieren, dann so ein Konzept rauszubringen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Beast Canyon NUC haltet und was euch besser gefallen hat. Das kleine, kompakte Ghost Canyon oder das große, unförmige Beast Canyon. Ja. Ist auf jeden Fall ein Biest. Also, ich danke euch auf jeden Fall soweit fürs Einschalten. Es war jetzt erstmal nur ein kleines Statement-Video. Ich werde das Beast Canyon NUC nicht testen, weil ich es einfach eben nicht wirklich interessant finde. Das Zotac Magnus One, wie bereits gesagt, ich habe dazu schon ein eigenes Video online. Das war damals meine Empfehlung, was einen Fertig-PC angeht mit RTX 3070. Habt ihr auch während der GPU-Krise hier wirklich eine sehr gute Preis-Leistung geboten bekommen. Einfach weil die 3070, ja, die ist damals für 1400 Euro gehandelt worden. Ja, und, CPU, Mainboard, Netzteil und Gehäuse noch on top zu bekommen,
ja, lediglich Arbeitsspeicher und SSD reinklatschen und dann habt ihr einen richtig schicken Gaming-Rechner. Ja, oder schaut euch natürlich mein Video zum Velka 5 an, meinem eigenen Gaming-Rechner, der natürlich alles andere in den Schatten stellt. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV. Never an average night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break a night, and even if things go left, we gotta make